Jo, da wären wir wieder. Ich war fleißig, was das Kartenzeichen angeht. Jetzt gerade könnt ihr die zweite Wasserebene sehen. Also hier zum Beispiel das mit den Druckplatten, wo die Wände hin und her rutschen. Oder hier hinten den Tanzspinnenbereich. Auch wenn es keine Spinne ist, aber so merke ich mir das halt immer. Allerdings habe ich da nirgendwo einen Spiegel gefunden. Und das war ja, ne, der Sinn von dem Ganzen eigentlich. Ich habe. Och nö, Junges, komm. Wusch, wusch. Weg mit euch. Okay. Ich habe allerdings eine Ebene darunter. Hier. Das da gefunden. Warte mal, das kann man gerade nicht sehen. Das da gefunden. Das ist ein Teleporter. Und der ist hinter einer Illusionswand gewesen, die man nur dank dem warmen Blick finden konnte. Das heißt, da möchte ich jetzt mit euch hingehen und ich hoffe dann, dass man von da aus zu einem Bereich kommt, wo ein Spiegel ist. Denn wenn nicht, haben wir ein Problem. Den gibt es nämlich, soweit ich das sehen kann, keine Stelle, wo ich nicht schon war. Das heißt, ich werde dann nochmal alles durchkämmen müssen. In der Hoffnung, dass ich irgendwo irgendwas übersehen habe oder dass ich nicht zum richtigen Zeitpunkt. Das hier überhaupt. Ah, okay. Oder dass ich nicht zum richtigen Zeitpunkt. War das alles vorher auch schon da? Ja. Dass ich nicht zum richtigen Zeitpunkt den wahren Blick gesprochen habe und deswegen irgendwo eine Illusionswand verpasst habe. Auch noch eine Alternative ist das hier. Das könnte ich ja mit euch kurz mal vergleichen. Wir haben unten rechts einen 3x2-Raum. Dann eine Tür und dann geht es nach Westen weg. Sieht man das irgendwo auf der Karte? Oh. Also auf der Wasserebene 1 ist ja nicht so viel. Da sollte man nichts sehen. Aber hier. Ah, ist das gut drauf? Ja. Hier ist viel an Kartenplatz. Allerdings sehe ich jetzt so auf die Schnelle. Kein 3x2-Raum mit einem westlichen Ausgang. Nö. Das heißt, auf Wasserebene 1 muss es irgendwo noch weitergehen. Ja, da muss es irgendwo noch weitergehen und da muss dann der Bereich sein. Oder es war gar nicht auf der Wasserebene, sondern parallel zur Wasserebene in der. In Elektroebene war es nicht. Den Schnipsel hatten wir hier gefunden. Von der Priesterebene weiter nach oben. Ja, na gut. Jetzt schauen wir erstmal aber auf die, ne? Auf die Wasserebene 1 und da zu dem Teleporter. Das hier ist Wasserebene 1, so habe ich das deklariert als, ne, blau. Und da war das jetzt gleich links rum. Also erstmal diesen komischen Schlangengang lang. Ja. So. Und dann gab es hier nur diese drei Abzweigungen. Und wenn man dann dem linken folgt, geht es nach oben. Von da kommen wir. Wenn man nach Westen durchgeht, kommt man zu diesem Raum. Und hier, eine von den Wänden war eine Illusionswand. Oh, erstmal kurz rasten. Jupp, jupp. Ja, Terry war ein bisschen angeditscht von einem der Priester. Und. Husch, da. Wahrer Blick. Sehr gut. Hier ist der Teleporter. Und er führt uns zu einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Okay. Drückt die Daumen, dass hier der letzte Spiegel ist. Nice. Okay. Damit haben wir. Ich bringe mal alle Spiegel zuschauen. Nur damit wir die alle auf einem Platz haben. So. 4, 5, 6. Okay. Monster halten brauche ich nicht unbedingt. Das heißt, jetzt wird das wahrscheinlich nur auf Umwegen irgendwohin zurück. Ja, zurückführen.
Und hier ist jetzt wieder die Illusionswand. Okay, das heißt, wir können jetzt wieder zurück. Wir können Treppe nach oben auf Wasserebene 2. Blende ich nochmal kurz ein. So, Wasserebene 2. Da starten wir. Da geht's nach oben. Nee, ich glaube, von da kommen wir. Nee, kommen wir nicht. Wir kommen hoch und wir blicken nach Westen. Ah, hier. Hier unten starten wir. Schieb, schieb. So, besser. Also, wir müssen jetzt hoch und dann uns rechts rumhalten bei den Verschiebewänden lang. Also eigentlich immer nur rechts an der Wand lang. Und dann bin ich auch froh, das Gebiet hier hinter mir gelassen zu haben. Also vor allem das mit den Feuerbällen. Der Rätselbereich, der hätte echt nicht sein müssen. Weil immer halt 70 Stunden rasten, einen Schritt vor, 70 Stunden rasten, einen Schritt vor, ist doch ein bisschen doof. Osten. Und hoch. Okay, jetzt sind wir in Wasserbereich 3. Da habe ich noch keine Karte für. Und brauche ich, glaube ich, auch keine. Also hier war eine Illusionswand, richtig. Und den Bereich haben wir schon abgegrast. Dadurch, dass wir den Bereich abgegrast haben, kamen wir hier durch die 2 Schlösser halt durch. Jetzt sind wir auf Wasserebene 4. Und müssten jetzt in dem Raum landen, wo die ganzen Spiegel hingehängt werden müssen. Ah ja, hier. So, schauen. Dann hauen wir rein. Spiegel 1. Spiegel 2. Und die Tür wird dann aufgehen. Spiegel 3. Und dahinter soll das Labyrinth sein. Das fand ich auch eine interessante Aussage. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt schon alles ziemlich wuselig und rätselhaft war. Aber nein, das eigentliche Labyrinth kommt jetzt erst. Deswegen denke ich, es ist eine ganz gute Idee, einmal Nahrung zu erschaffen, einmal komplett durchzurasten und dann auch abzuspeichern. Oder weiß, ob da jetzt wieder so ein ich komme nicht wieder zurück Bereich ist, wo man nicht schlafen kann. Das hat mich echt traumatisiert damals. Dann noch ein Schutz vor Bösen. Du hast sonst nichts. Wir sollten eigentlich immer einen Segen und ein Gebet mit drin haben. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt bei denen nicht ist. Na gut. Merke ich mir fürs nächste Mal. Rasten. Ah, bist du? Oh, du bist die. Hier geht's nicht lang. Wie? Oh. Nicht, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, nimm das bitte. Nee. Und du hast zu viele Schwerter da im Inventar. Also merke, wenn wir wieder eine Waffe brauchen, dann da unten das Kurzschwert. Gott. Achso, und Talana kann das immer noch nicht abnehmen, weil wir immer noch kein Entfluchen für sie haben, richtig? Sprüche merken, Talana. Doch, da, Fluchbrechen. Hast sogar zweimal drin. Warum sprichst du das denn nicht? Da. So, besser. Jetzt haben alle einen Spiegel. Dann hätte ich noch ganz gerne eine Hast. Jetzt tanke ich die mal einfach so, ohne großartig hin und her zu springen. Einfach nur, um zu gucken, ob die Spiegel wirklich zu 100% schützen oder nicht. Weil selbst mit dem Spiegel haben die Basilisken uns alle versteinern können. Aber vielleicht gelten die Basilisken irgendwie anders als die Medusen? Will ich mal schauen.
Also wir kommen aus Süden. Oh. Die Kratzer hatten wir doch schon ganz unten, ne? Im Ameisenbereich. Irgendeine große Bestie muss diese Kratzspuren hinterlassen haben. Das läuft echt auf den Drachen hinaus, denke ich. Uns ist immer schön Angst gemacht, dass irgendwann ein Drache kommt und da steht auch irgendwann vor uns. Hat der Feuerball gerade zum ersten Mal einen richtigen Feuerball-Sound gemacht? So ein Puff. Ne, nicht dieses mechanisch-metallische Klingende. Es fühlt sich wirklich dumpf an, so Puff. So ähnlich. Da habe ich wohl verhört. Noch mehr Kratzer. Ich check alle Kratzer mal, ob die Wand da. Oh, warte. Ob die Wand da vielleicht ein bisschen instabil ist. Man kann sie dann einschlagen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Das sind ganz schön viele Kratzer. So, und ich trete euch die ganze Zeit immer wieder auf. Irgendwelche versteckte Druckplatten anscheinend. Genau, weil ich höre das Klicken. Vermutlich kommen dadurch neue Medusen. Die ist mit den Schildern allerdings nicht sonderlich gefährlich zu sein scheint. Und ich habe es geschafft, einmal im Kreis zu laufen. War aber auch nicht sehr strukturiert von mir da drin. Ich denke, ich schnapp mir jetzt mal eine neue Seite in meinem Kalender. So. Schiebe euch da mal ein bisschen zurecht. So. Und zeichne das Ganze einfach. Ich denke, das ist beim Labyrinth eine ganz gute Idee. Also wir fangen an mit. Also wir kommen aus Süden. Wir fangen mal hier da so an. Und hier ist die Eingangstür. So. Geht's hoch darum. Ist jetzt alles ein bisschen schluderig gezeichnet. Aber dadurch geht das ein Ticken flotter. So, hier ist die erste Abzweigung. Es geht nach Osten. Es macht einen Knick hoch nach Westen. Gleich wieder nach Osten und nach Norden weiter. Ich gehe mal nach Norden weiter. Ein Feld, gleich wieder ein Knick nach Osten. Das ist echt sehr labyrinthisch. So. Oh, da vorne ist eine Tür. Dann gucken wir uns doch die Tür mal zuerst an. Die wird aber erst auf. Oh. Erst aufgehen, wenn man sich davor stellt. Du hast keinen Feuerball mehr. Aber die halten ja nicht so viel aus. Das ist okay. Also Tür, hinter der Tür. Offenbar nun 2x3 Raum, aber das glaube ich euch nicht. Deswegen sprechen wir mal wahrer Blick. Ja. Ist doch nur ein 2x3 Raum. Und auch keine auffälligen Dinger hier. War denn wohl also nur ein Aufenthaltsraum für mehr Medusen? Gut, gucken wir jetzt hier weiter. Überlappt sich hier schon alles wieder. So. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dann eine Einbuchtung im Osten. Das ist jetzt alles massiv. Oh, da ist gleich die nächste Tür. Wahrscheinlich auch wieder nur so ein Ding. So, die Einbuchtung im Osten, da ist eine Wand gegenüber und danach geht es Richtung Westen. Man kann hier schon die erste Wand wieder erahnen. Osten ist eine Wand. Süden ist ein Knick nach Osten, gleich wieder ein Knick nach Süden. Oh, und
Und guck dir das mal an. Eine Tür, die relativ nah am Eingang ist. Den Eingang sollte ich übrigens auch mal irgendwie... Oh, hey! Yellen ist aus Stein und sie hatte einen Spiegel, aber sie hält den Spiegel nur nach vorne. Und das ist dann... Wow, hey, 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 hey. Das dürft ihr nicht. Es ist verboten, was ihr da macht. Was mache ich, wenn Tirek stirbt? Du... Uff, da war wieder das dumpfe Geräusch. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, was gerade passiert ist. Also, ist klar, dass sie versteinert wurden. Aber ich weiß nicht, wie sie versteinert werden durften. Und sie haben alle die Spiegel. Na gut, dann Rast. Nicht Sprüche beten, sondern Sprüche merken. Sie darf das noch nicht. Hummus. Wir haben auch kein Pulver mehr dabei. Ja, okay. Ich werde dann die Karte jetzt mal weiterzeichnen. Noch ein bisschen mit unseren letzten zwei Überlebenden. Und wenn die dann vollends alle versteinert oder tot sind, dann wird der Speicherstand geladen, wo wir vor dem Labyrinth sind. Was aber nicht schlimm ist, weil das Wichtigste war jetzt ja eigentlich nur Spiegel finden, hierher kommen und dann anfangen, das Labyrinth zu zeichnen, damit wir beim nächsten Durchlauf hier besser durchkommen. Also wir stehen jetzt hier. Süden ist eine Einbuchtung. Da ist auch eine. Schauen wir mal die Tür an. Aber ich bin mir relativ sicher, dahinter werden wieder... Nee. Okay. Werden wieder Medusen sein, wollte ich sagen. Westen geht's weiter. Im Süden ist wieder eine kleine Alkove. Klick, klick, klick. Die Medusen tappern alle auf die Druckplatten. Nächste Tür. Hallo. Das Klicken hat aufgehört. Ist euch auch aufgefallen, ne? Ach, das ist wieder. Gott. Es ist beruhigend, wenn es plötzlich still wird in solchen Spielen. Okay, ein Gang nach Norden. Ich schiebe das ein bisschen zur Seite. Einer nach Westen. Ich folge mal lieber dem nach Westen, dann haben wir so einen Rahmen, wie groß die Karte später wird, damit ich das Ganze nochmal ordentlich zeichnen kann. Also 1, 2 nach Westen. Dann knickt es einmal nach Süden ab. Dann nach Norden. Hallo. Achso, dich... Dich kann ich jetzt nicht wirklich gut töten. Oder euch. Kältekegel vielleicht. Jo, die Damen stehen nicht auf Kälte. So, runter. Osten. 1, 2, 3, 4 mal nach Osten. Alle Wände checken. Also zumindest die Südwände, die Nordwände würden keinen Unterschied machen, ob man da jetzt durchgehen kann oder nicht. Da ist der Knick hoch. Darum... Ah, es wird lange. Ich glaube, so müsste es noch gehen. Das denn? Ja, kann man gut sehen. Gerade runter. Knickt nach Osten. Ist? Moment mal. Nee, das ist richtig. Wir stehen jetzt hier. Jetzt stehen wir hier. Da. 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 Hier. Und wir gucken nach Osten. Das heißt... Was? Ah, mach die Türen auf uns zu. das heißt, die Wand hier ist eine Illusionswand. Nee, es ist nicht. Ist?
Warte. Immer noch einen. Doch, komm schon. Oh, Zauberstäbe. Greift da noch jemand an? Nein. Achso, du darfst keinen Zauberstäbe benutzen. Manche Sachen fliegen durch den durch, manche nicht. Ist halt auch ein Geist, ne? Das passt doch ganz gut. Ich habe hier noch ein paar Bücher. Paladin-Symbol. Nimm das. Oder Latschen. Okay, das ist albern. Was mit der Band hier los ist, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass ich es übersehen habe. Ich husch jetzt nochmal hier hin, guck hier hoch, wie es hier weitergeht. Um die Karte noch zu vervollständigen. Aber dann werde ich auch gleich neu laden. Und eigentlich sollten wir dann runtergehen, komplett bis zur Rumpelkammer. Und das ganze Pulver mitnehmen. Weil das mit dem Versteiner wird uns noch öfters passieren. Und Talana kann anscheinend nicht den Spruch sprechen, auch wenn sie von der Stufe her schon hoch genug sein sollte. So, wir blicken nach Süden, es geht weiter nach West. So. Ich glaube, ich habe jetzt einen Knick zu viel gemacht. Knick. Wir sind hier, gucken nach Westen. Jetzt sind wir hier am Knick nach Westen. Jetzt sind wir hier, gucken nach Westen. Ne, ist alles gut. Komischerweise folgt uns das Gespenst nicht, aber ist okay. Gut, dass wir jetzt nicht in Lands of Lore 1 sind. Da würden die Gespenster nämlich einfach durch die Wände durchgehen. Das hat mich damals richtig entnervt. Und wahrscheinlich jeden anderen Spieler auch. Es war ein echt garstiges Gebiet. Das hier ist wieder alles massiv. So, das da eigentlich auch. Sackgasse, Sackgasse. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da war Andrea. Ich guck wieder nach Süden. Zurück. Nein. Norden, 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 Norden. Norden, Norden, Norden. Hey. Das ist jetzt nicht gut. Also ich trage hier mal einen langen Gang ein. Mit einem Dreher. Das soll ein Dreher sein. Und dann geht er weiter nach Norden. Und das ist eine gute Anlaufstelle für die nächste Folge, würde ich sagen. Das heißt, jetzt wird gestorben. Schauen. 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 Ah, okay. Jetzt wird neu geladen. Blub. Und dann husche ich die nächste Folge mit euch runter, hol das Pulver. Und dann gehen wir weiter dahin. Und ich denke, da bei diesem Dreher ist wirklich der beste Indikator dafür, dass es da weitergeht, aus dem Labyrinth raus. Also bis gleich.